Hallo Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt. Uns erwartet ein grandioses Spiel mit pittoresker Aufmachung. Es ist einfach grandios. Man kann schon lesen, God of War. Ein absolut genial gemachtes Spiel. Und deswegen ohne Umschweifung geht's direkt los. Neues Spiel. Ja. Also seit ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe, ist ein Wohnungswechsel vergangen, mehrere Änderungen sind vergangen, mehrere Jahre sind vergangen und deswegen würde ich sagen, ich spiele auf, ja, auf sterblicher Schwierigkeit normal. Halt, Held ist normal, genau. Spiele ich auf normal und nicht auf Spartaner, weil, ja, wie gesagt, es ist lange her. Und los geht's. Verlassen von den Göttern des Olymp. Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn. Doch es war nicht immer so gewesen. Einst war Kratos ein Günstling der Götter. Teufelswesen, ich schicke euch zurück in die Tiefen des Hades! So, und wir steuern Kratos. Ich möchte eigentlich noch gar nicht viel zu der Story selber sagen. Man erfährt, glaube ich, das Nötigste. Ich werde einfach mal ein bisschen drauf loskämpfen. Ja, das braucht mir nicht zu sagen, Spiel. Ich glaube, ich kann die Steuerung noch, ja. Zack! Wir wissen überhaupt nicht, was es mit diesem Kratos auf sich hat. Wir kämpfen einfach mal gegen seltsame Kreaturen. Ziemlich erfolgreich sogar. Auf einen zu packen drücken. Ja, das weiß ich. Ich kann die Gegner packen. Und sie... Bam! Mit unseren Ultraketten am Arm auf andere Gegner schleudern. Zack. Oder was kann ich sonst noch? Lass mal sehen. Was? Ah, da kommt noch mehr. Ja, meinetwegen sollen noch mehr kommen. Habe ich kein Problem mit. Au, ich kann die Gegner packen und dann zusammenschlagen. Ja, das Spiel ist eigentlich recht brutal, ja? Aber zack! Genau das ist sehr brutal. Ah, so, zweigeteilt. Ich hoffe mal, das wird mir nicht zensiert. Also, ja, zensiert ist gut. Nicht gesperrt auf YouTube. Ich meine, es ist God of War. Hallo, das Spiel ist nun mal so. Ich habe schon wesentlich brutale Spiele gespielt, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die auf YouTube gesehen habe. So, habe ich alle getötet? Irgendwo noch ein Geheimnis oder so? Sieht nicht so aus. R2. Komm schon, mach auf da. Ja, brutalere Spiele. Ich meine zum Beispiel das Blätterhaus oder so, aber ja. Zum Truhen öffnen drücke R2. Grüne Truhen beinhalten Energie. Sieht man da oben links die grüne Leiste, das ist meine Energie. So, man sollte immer alles kaputt machen. Weil da sind so rote Dinger drin, das sind sogenannte Orbs. Aber was es damit auf sich hat, dazu später. Erstmal hier durch. So, mach den Weg frei hier, blödes Holz. So, was erwartet uns hier? Was? Gedrückt halten zum Abwehren. Ja, so kann ich, ja, ihr seht, abwehren halt. So, was passiert nun? Was zum? Wow, was für ein riesen Drecksvieh das hier einfach nur ist. Aber zum Glück wurde uns gesagt, dass ich abwehren kann. So, hier braucht man... Au! Nichts weiter zu tun, als einfach nur drauf zu hauen und im richtigen Moment zu blocken. Dann ist das Vieh eigentlich ziemlich leicht zu besiegen. Aber einfach nur das Spiel beginnt und dann ist hier einfach mal so ein riesiger Gegner. Nur schon das macht das Spiel einfach ultra geil. Damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, das war so... Ja, was war das? Eine Art Gamer-Event. Ja, da wurde das Spiel vorgestellt. Da waren solche Kästen, mit denen man spielen konnte. Und irgendwie, keine Ahnung, jeder hat das versucht, gegen dieses Vieh zu kämpfen. Jeder,
keiner hat es geschafft und dann kam ich. Ah, Moment mal, so funktioniert das, so kann ich schlagen, so kann ich blocken, kein Problem. Und schon war das Vieh down. Alle Leute standen da und dachten, wow, was ist das für ein Überkämpfer hier? Oh. Minispiel starten, wenn es über dem Kopf eines Gegners erscheint. Ja, das ist sozusagen, mach ihn fertig mit den richtigen Tasten, ja. Ist nicht so schwer. Und dank. Und dank ins Auge. Und es verpisst sich, sehr schön. Ja, aber was war ich am erzählen? Oh Gott, jetzt muss ich hier lang? Ah, okay. Ja, alle standen da und dachten, wow, was ist das für ein Überpro-Spieler? Und ich dachte irgendwie, ja, wow. Hoch da, Kratos. Ja, das ist übrigens Kratos hier. Für alle, die es nicht wissen. Ja. Aber jeder sollte das Spiel eigentlich kennen, finde ich. Irgendein Teil sollte jeder gespielt haben. Und da vorne ist schon wieder so ein Drecksvieh. Zwei sogar, na super. Aber um endlich zu Ende zu erzählen, alle dachten, wow, der Über-Pro-Gamer ist ja wo? Muss ich da durch? Ja, muss ich. Der Über-Pro-Gamer, ultra geil. Und dann, ja, war ich total der Held von allen. Aber ja. Genug davon gelabert. Wer bist du denn? Ich kenne dich und deine Taten, Spartaner. Ich sterbe lieber, als von dir gerettet zu werden. Meinetwegen, kannst du haben. Aber ich kann ihn so nicht töten. Egal. Wenn er nicht gerettet werden will, dann meinetwegen. Ja, er kennt unsere Vergangenheit. Wir eigentlich noch nicht, weil wir wurden einfach so ins Spiel reingeworfen und, ja. Ausweichen, stimmt, kann ich auch noch. Ja, die Story. Die fügt sich dann nach und nach zusammen. Wie gesagt, ich nehme an, die meisten kennen die Story. Für den, die sie nicht kennen, ihr werdet schon noch sehen. So. Wow, ganz viele Gegner und Zeugs und geht. Döns hier. Ich hasse diese Flugviecher hier. So, komm her. Einmal. Die Flügel ausreißen, dann nervt das nicht mehr rum hier. So. Und. Ups, das war ein. Ich glaube, das war die Besatzung hier. Ja, die Besatzung rennt hier auch irgendwas rum. Wird von den Gegnern massakriert, attackiert. Aber nicht mit uns hier. Hallo? Stirb doch mal jetzt hier oben. Ah, geht weg da. Ja, Flugviecher sind ein bisschen scheiße um sie. Ups. Sorry, ich habe schon wieder ein Besatzungsmitglied getötet. Naja, kann passieren. Au! Ah, geht jetzt sterben hier. So. Hier sind einfach zu viele von diesen Drecksviechern hier. Man muss ja auch irgendwie ausweichen, nicht wahr? So. Ja, es ist am effektivsten, wenn man ihnen einfach nur die Flügel rausreißt. So, du hier noch. Und du hier noch. Wow, Ultra-Kombo. Komm da runter. Ich gehe mal weiter hier. Es sind zu viele Gegner. Okay, hier sind zwei Türen. Mache ich mal die erste auf. Was haben wir da drunter versteckt? Eine Kiste, die nicht leuchtet. Was haben wir da drin? Na? Rote Orbs. Perfekt. Und was ist hier drin? Komm schon. Noch mehr Orbs vielleicht? Na? Ja, noch mehr Orbs, alles klar. Gut. Muss ich wirklich diese ganzen Viecher noch zappen? Wow, what the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet hier. Okay, aber das Muster ist im Prinzip recht leicht hier. Und in die Mitte, zack, alles klar. Au! So, und rechts und in die Mitte, zack. Gleich greifst du mich wieder an hier. Oder. Ja, gedeckt habe ich mich, ja. Ja, da und wieder da. Und weg da! Wow! Komm, jetzt stirb doch mal, Mensch, du verdammtes Drecksvieh hier. Wow, schön abgewehrt von mir, perfekt. Aber ich finde das Vieh echt geil gemacht hier. Wow! Wow, das war nicht so cool. Wow! Drück. Zack! Lass mich los hier, du verdammtes Vieh! So. Ich habe irgendwie zu wenig Damage gemacht. Also es da lag. Wow. Komm, geh jetzt. Sterben hier! Ja, abgewehrt und. So, mit den schweren Angriffen hier einfach mal draufhauen. Das gibt's doch gar nicht hier. So. Blocken und sehr gut. Zack, so funktioniert das hier. Blocken
Ja, ist echt geil gestalteter Kampf hier. Echt, es ist ultra geil gemacht hier. Und schon wieder hat mich das Drecksvieh. Ich reiße den Kiefer ab hier. Da! Lass mich los! Verdammt nochmal! So, weg ist es. So, was jetzt? Wo kann ich jetzt hingehen? Weiß ich gerade nicht. Muss ich ins Wasser? Ich muss tatsächlich ins Wasser. Da kann ich nicht lang, da kann ich auch nicht lang. Hier unten ist auch nichts. Okay, wir verlassen also das Schiff sozusagen. Nee, wir sind doch im Schiff drin. Was laber ich denn? Hier kann ich hochklettern. Da rechts ist nichts mehr. Ich komme nicht mehr weiter. Gut. Und hoch da. Wow, wieder solche Kackviecher. Was? Den Knopf halten, um Gegner in die Luft zu schleudern. Ja, ist in Ordnung. Aber die Gegner hier, die sind ultra lame. Die können nämlich gar nichts hier. So, und du gehst weg. Du gehst links und rechts von mir hin, nämlich. Zack, du auch. Perfekt. Da hinten ist wieder so ein Drecksvieh. Wie viele von diesen Seeschlangen gibt es hier eigentlich? Ist unglaublich. So. Bin ich hier hochgekommen? Ja, ich glaube ja. Ja, da bin ich hochgekommen. Dahinter gibt's nichts mehr. Nein, gut. Immer alles untersuchen. Da, wow, Kratos, mach keinen Quatsch hier. Da links kämpfen irgendwelche Soldaten auch gegen seine Seeschlange. Vermutlich nicht ganz so erfolgreich wie wir, aber ja. Ich gehe mal rechts entlang, weil ich annehme, dass da, genau, ein Geheimnis ist. Geheimnisse sind hier, ja, ziemlich wichtig, könnte man sagen. Deswegen bin ich erpicht. Mach auf da. Erpicht darauf möchte ich achten, dass ich möglichst... Verdammt nochmal, dass ich möglichst viel finde. Alles werde ich bestimmt nicht finden, das kann ich euch jetzt schon verraten. Aber möglichst viel. So, na was? 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 Warum hat das sich nicht festgehalten? Mann, ich muss meinen Ärger jetzt an euch rauslassen hier. So, komm her. So, alle tot? Alle tot. Okay, ja, das ist jetzt... Habt ihr gesehen, ich bin durch die Planke durchgefallen. Habt ihr es gesehen? Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen Kacke. Stirb doch einfach mal, verdammte Kacke hier. Weg da. So. Echt mal, ich kann die Kamera auch auf nicht wirklich gut drehen, versteht ihr? Das ist so gerade mein Problem. Okay, dann jetzt halt vorsichtig. Ich glaube, wenn ich ein paar Mal an derselben Stelle fehle, dann sagt das Spiel, du bist schlecht, möchtest du nicht auf den einfachen Modus wechseln? Ja. Das möchte ich da... Hallo? Hallo? Sorry, aber... Echt jetzt? Was soll ich denn tun? Menno! Komm her hier! Was? Geh sterben jetzt! Okay, was soll ich denn hier noch anderes tun, bitte? Außer ja wirklich zu schleichen und ja. Und vorhin hat er sich ja immer festgehalten. Ihr war zeigend, jetzt einfach nicht mehr. Warum? Warum? Nee, aber ich will mich jetzt nicht über das Spiel aufregen. Das Spiel ist große Klasse, ganz im Ernst. Was? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Aber ich möchte echt da rechts lang. Ich muss da lang. Es ist wirklich immer so... Ja, was heißt immer? Ich habe das Problem da, wenn ich die Richtung wechseln muss. Da kann ich die Kamera nicht hinter mich fixieren, glaube ich. Nee, ich wüsste nicht wie. Und dann sehe ich nicht genau, wohin ich laufen muss. Das ist ein bisschen kacke. Aber warum es beim ersten Mal funktioniert hat, das... Weiß ich auch nicht so genau. So, ganz vorsichtig, halt ganz langsam. Besser langsam und nicht runterfallen. Und jetzt rüberspringen, danke. So, kann ich hier bitte speichern? Nein. So, jetzt muss ich wieder hier drauf, irgendwie. So, ganz, ganz vorsichtig. Wow, Vorsicht, habe ich... Oh Gott, verdammt nochmal. Ja, es ist irgendwie kacke. Ich kann auch nicht wirklich gerade drauf laufen. Ich muss immer korrigieren. Ich kann nicht in eine Richtung gedrückt... In eine Richtung gedrückt halten, so stimmt der Satz. Kratos, mach keinen Quatsch, bitte, ja? Wow, ich bin froh, wenn ich hier drüber bin. Ganz im Ernst. Komm schon. Jetzt aber, komm. Kratos, bitte enttäusch mich nicht, ja?
Du bist der Ultrakrieger und der erste Part muss auch gleich bald mal zu Ende gehen. Mann, ich sehe nichts. Ich rutsche ab. Habt ihr gesehen? Ich bin immer weiter abgerutscht irgendwie. Kratos, schaffst du den Sprung von hier auf das Deck? Komm schon, danke. Wow. Okay, das war jetzt... Scheiße, war das Kacke von mir. Was ist jetzt? Du bist es. Die Visionen waren real. Die Götter erschienen mir und sagten, es käme ein Held, der uns von der Hydra befreit. Aber du bist zu spät. Wir sitzen fest. Tiere kamen aus dem Nichts. Alle Schiffe sind zerstört. Alle Hoffnungen verloren, Spartaner. Selbst für... Gut. Wir müssen ihnen also helfen. Den Besatzungsmitgliedern hier. Ihm hier können wir leider nicht mehr helfen. Naja. Aber erstmal... Ja, ich weiß. Erstmal möchte ich speichern. Ja, dieser Part war jetzt ziemlich scheiße von mir. Aber das war natürlich gewollt, weil jetzt kann ich natürlich beenden und da ist gar kein Speicherpunkt. Hust, hust. Nein, es war echt scheiße von mir. Ich geb's zu. Aber das war halt früher in gewissen Spielen noch nicht ganz so ausgereift, dass man wirklich schön in eine Richtung sich bewegen kann, um dann schön balancieren zu können. Speichern bitte? Speichern? Ja, nein, vielleicht? Dauert verdammt lange, nur um einen Spielstand zu erstellen. Ich hoffe, da ist überhaupt Platz drauf, weil ich habe gerade keine Speicherkarte gefunden von mir, deswegen habe ich einfach mal eine von meiner Freundin geklaut. Aber sagte sie nicht. Weiter, ja. Und wir drücken Start. Okay, das muss euch jetzt noch nicht interessieren, was ihr da seht. Das ist einfach nur der Pausebildschirm. Okay, Leute, das war's mit dem ersten Teil von God of War. Ich verspreche euch, ich werde mich in den nächsten Parts nicht mehr so scheiße anstellen wie im ersten Part. Ja, das verspreche ich euch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss.